Aber er hat keinen Unfall gebaut. Ich glaube, sie wissen, dass wir kommen. Eine Granate reingeworfen. Ich glaube, wir sollten da an der Kamera rein. Hauptsache, das Outfit heißt verdeckter Ermittler und vorne hat er so ein fettes IAA-Ding. Stimmt. Okay, und? Alright, let's get you sworn in. Raise your right hand. Was? Was mache ich da? I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States as interpreted by my immediate superiors in the IAA. My duties may include interrogation, phone tapping, suppressing reports, preventing paying bribes, taking bribes, the trafficking of drugs and arms, the misappropriation of funds, sowie das Belügen der amerikanischen Bevölkerung sofern strategisch notwendig. So war mir Goff Helfer. Dein Schweigen verstehe ich als begeisterte Zustimmung. Ich wollte sagen, der redet doch nie. Okay. Oh, ich kann das neue Auto fahren. Lass mich das neue Auto fahren. Wieso kann ich meinen Körper nicht kontrollieren? Ah. Das ist das neue Auto, das alte. Das neue Auto, das alte? Wie? Ja, das ist... Der ist ziemlich schnell. Die schleunigt ganz schön schnell. Ah. Oh, der klingt cool. Ja, ne? Kostet, glaube ich, 2 Millionen oder so. Ich höre dem gar nicht zu. Was sagt er? Oh, die fancy Rückleuchten hier. Yeah. Und eine ganz normale Hupe. Geil. Dein Auftrag ist es, meinem Team Zugang zu seinen privaten Dokumenten zu verschaffen. Huiuiui. Er will eine Brotkrumenspur. Zu viel Brüder Grimm gelesen, ey. Okay. Ich laufe immer wieder gegen das Auto. Seitdem das Auto da ist, habe ich mich nicht mehr im Griff. Bam. Renn die Tür ein. Mhm. Jetzt schleichen wir. Okay. So, als ob wir die Statue boxen wollen. Was suchen wir? Suchen wir Feuer? Ich habe Feuer gefunden. Ach, finde den Computer. Ingrids Computer. Wir rumlaufen. Ich mach mal Musik an. Ja, Mann. Okay, geht nicht. Ich bin eine Katze, ich schmeiß die Vase hier runter. Ich hab Computer. Ich sollte das machen. Okay, Lokal C, Zugriff verweigert. Das ist nicht mal ein Wallpaper. Bruteforce.exe, okay. Ich glaube mir mal ein paar Klamotten. Bringst du mir was mit? Größe S. Wie Schnubbi. Jetzt hab ich alles, jetzt kann ich rumrennen. Verlasse das Apartment. Kannst du noch was kochen für uns vielleicht? So ein Cowboy-Hut, der sieht doch lecker aus. Ja. Oder so eine Milchschneid mit dem Schneidebrett da hinten. Ich würde sagen, den Cowboy-Hut in den Mixer und dann in den Kochtopf. Ja. Und dann noch so eine Scheibe Milch nehme ich. Ja. Wir sind doch neu als Agenten, wir kennen uns noch nicht so gut aus. Das kommt dann in ein Weinglas. Was ist wie man kocht? Was macht das Auto da drin? Ich glaube, Cowboy-Hüte schmecken ein bisschen nach Rindfleisch. Oh, bist du? Ich sitze mal hinten, ne? Ich will nichts sagen, aber aus der Ego-Perspektive sieht das ganz schön bedrohlich aus. Was genau? Sein Fahrstil. Ich guck nach hinten, ich sehe das nicht so genau. Oh mein Gott! So, wir müssen unauffällig auftauchen. Aber er hat keinen Unfall gebaut. Ich glaube, sie wissen, dass wir kommen. Eine Granate reingeworfen. Ich glaube, wir sollten da an der Kamera rein. Und nicht mit dem Auto durch die Tür und eine Sticky Bomb hinterher. Oh, Aufzug. Mhm. Was machen wir? Durchsuche die Hardware. Mhm. Das ist jetzt ein weit gefasster Begriff, ne? Achso, nach der Hardware, ja. Ich habe Hardware gefunden, hier ist ein Stuhl.
Oh, ich hab was. Oh, ich kann hier im Internet surfen. Schön. Mal gucken, was es für Autos gibt. Also ich hab was eingesammelt. Boah, wir müssen viermal Zeug einsammeln. Ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Ich laufe einfach quer durch die Stühle. Was war das denn? Ich dachte, du wärst das. Ich hatte hier gerade einen Showdown auf der Toilette. Das klingt irgendwie falsch. Wow, ich habe eine Granate geworfen. Ich hoffe, du bist nicht auf dem Klo. Nee, nee. Oh, ich habe Hardware gefunden. Verlasse das FIB-Hauptquartier, steht bei mir. Oh, okay. Dann höre ich auf den Tisch. Oh, kann ich auf die Lampe? Vielleicht, wenn wir nur zwei Spieler sind. Ja, das kann sein. Okay, wo geht's raus? Hier vorne. Oh. Oh, da unten wird niemand auf uns warten. Nein, nein. Boah, draußen sind Leute. Pass bloß auf. Schnell ins Auto. Los. Willst du jetzt echt... Boah, Junge, was stimmt mit dir nicht? Gib Gas. Ich glaube, es geht nur da runter, wo wir hochgekommen sind. Okay. Niemand weiß, dass wir da waren. Ups. Was? Durchsuche die FIB-Stand. Ach, wir müssen noch zum anderen Standort. I guess. Ich frage mal kurz Lester, ob er einen Tipp für mich hat. Für eine leckere Cowboy-Hutsuppe. Was? Ich rufe Lester an. Wow. Nee, geht nicht. Der okay. War der gerade echt zu bereit für den Spaß. Oh, ich sehe gerade, da gab es eine Stelle, da hätten wir uns FIB-Klamotten anziehen können, damit wir nicht entdeckt werden. Echt? Auf jeden Fall habe ich so eine Anzugsanzeige. Vielleicht gleich nochmal eine. Hm? Vielleicht. So, jetzt gucke ich auch mal von der Innenperspektive. Wow, das ist gruselig. Vor allem, wenn ich direkt hinter dir sitze, ich sehe nur deinen Hinterkopf. Dass ich nie aufpasse bei den Stories, ey. Irgendjemand hat sie sich ausgedacht. Oh Mann. Ich möchte das Auto haben, das ist cool. Ist echt cool. Ja, ist hübscher, als ich dachte. Ich bin gespannt, wie sehr man das tunen kann. Mhm. Okay, das sieht doch aus wie ein FIB-Standort. Vielleicht fahren wir nicht mit. Okay! Sieht doch gut aus. Ich ziehe mir noch so eine Weste an. Ah, das ist eine gute Idee. Ach du Schande. Wie macht man die Taschenlampe an? Sonst habe ich... Sag mal bitte. Hilfe, ich sehe nichts. Das musst du doch selbst überlegen. Du kannst ja auch einfach mit der Taschenlampe rumlaufen. Angst, das ist okay. Wieso laufe ich in Richtung Automarkierung? Was suchen wir? Hardware. Ich weiß immer noch nicht... Oh, das ist Raketen. Das ist eine Rakete. Ist Rakete nicht Hardware? Es ist nicht Software. Ich vermute, wir müssen hier die anderen beiden Hardware-Dinger finden. Was? Ich wollte gucken, ob man die kaputt schießt. Da liegt Hardware. Wo? Oh, habe ich aufgehoben. Kein Problem. Hast es eingesammelt. Ich dachte, ich hätte was, aber das ist ein Stück Geländer. Hä? Where is it? Hier. Ich sehe es nie, aber ich selbst anscheinend auf. Okay. Warte, weißt du, was auch helfen kann? Hier drin? Das. Cool, oder? Vielleicht brennt einer von uns. Ich sehe das kommt. Was hast du geschossen? Weiß ich nicht. Irgendwas. Das wäre bis jetzt explodiert. Also ich denke, es ist okay. Okay. Ja, lass dir Zeit. Wie gut, dass ich da vorne geparkt habe. Ja, lass uns den Van nehmen. Nein, die Karte ist geil. Ich muss mal nehmen. Ja, Mann. Wow. Ach Mist, ich muss ja fallen. Vorsicht, nein. Oh. Das macht gleich kein Wurm. Gehen wir doch mal weg, das ist doch gefährlich hier. Das macht jetzt nicht kein Wurm. Der Wagen ist schon unwahrscheinlich schnell. Ist das quasi unser Man in Black Wagen? Ja, Mann. Das ich gerade die Autobahn gewechselt. Hat auch ein bisschen was von Skateboard fahren. Ich hab gerade die Autobahn gewechselt, Entschuldigung. Schön. Das ist selbstverständlich erst der Anfang. Manchmal lese ich den Text.
so ein Satz. Ich weiß, dass irgendwer Clowns was verkaufen will und dass das hier nur der Anfang ist. Das weiß ich. Ich wollte da rein. Das wäre schön gewesen. So, sind wir noch in GTA oder in einem schlechten 80er-Jahre-Film über schlechte Cops? Das ist unglaublich. Oh, mit der Actionstange verliert man die Rückleuchten. Das ist interessant. Ah, yo. Also ich finde, die Vorderstoßstange kann sogar fehlen. Sieht ganz cool aus. Mhm. Ich dachte, es bremst uns. Es war komisch, dass ich den so anrempeln konnte. Ja, das haben wir doch, ne? Also, was? $52,000? $15,000 Japan-Punkte? Japan-Punkte. 16.000 XP, Alter. Welches Level muss ich erreichen, um nach Japan reisen zu dürfen? Also ich muss sagen, das war richtig gut. Da ist Agent Loco in seiner Freizeit, ist ja auch manchmal Ninja. Der da steht, als ob er kacken muss, oder welcher? Ich habe gerade den Wagen gekauft, den wir gerade benutzt haben. Den jetzt kriegen wir zum Einkaufspreis, was 400.000 weniger sind oder so. Ich bin in meiner Freizeit Vorsitzender der Hühnchenfraktion.